So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Hollow Knight zusammen mit Verti. Hallo. Im letzten Part waren wir da. Hier oben und haben hier die Geisterlichtung leer gemacht und haben hier Schnellreise und in diesem Part sind wir hier unten bei dem Meister und gehen hoch ins Kolosseum. Beziehungsweise wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Ja, ich habe nämlich, als ich hier hingelaufen bin, schon eine Wand kaputt gemacht, die... Gehen wir erstmal zum Meister. Ich habe die bröckelige Wand kaputt gemacht, die ihr nicht gesehen habt. Hier ist wohl nichts. Odo. Wie der ich, hä? Ja, natürlich du. Du bist der Meister. Du bist alle Nagelmeister. Hast du mich hier unten gefunden? Am Ende der Welt? Ja, ich weiß, warum du hier bist. Du bist gekommen, um von meiner legendären Nagelmeister Odo eine Nagelkunst zu erlernen, wie jeder. Es ist das Gesetz des Großmeisters, dass ich meine Lehren an diejenigen weitergeben muss, die würdig sind. Die meisten nicht. Aber kein Gesetz verbietet es mir, eine Bezahlung für meine Zeit zu verlangen. Wenn du wirklich von mir lernen willst, beweise es mit Geo. Gib mir all dein Geo. Oh. Die, welche Stärke nicht teilen werden, niemals lernen. Mein Meister sagt das immer. Er setzt Stärke durch Geo und du hast meine eigene Meinung zu der Sache. Verschwinde. Okay. Weiter. Okay, gehen wir doch mal erstmal nach rechts. Meinst du, rechts erfinden wir genug Geo? Keine Ahnung, aber wenn wir eh Geld brauchen, können wir auch kurz erkunden gehen. Ach, den verstehe ich nicht, den Typen. Nee, ich auch nicht. Daumennagel ihn mal. Stärker, Brüder. Ich gehe rein. Was? Wir hatten im letzten Part die Karte utilisiert. Den Traumnagel reingemacht. Haben wir irgendwas, was wir mitnehmen wollen? Haben wir irgendwas, was wir rauspacken wollen? Das brauchen wir. Muss irgendwas reinmachen, was 1 kostet. Da, das war nicht verteidigt. Heldenhaft duften. Oder wieder Dornen. Oder mehr Larven. Also mehr Seele. Oder schneller gehen. Was ist eigentlich das Ganze rechts? Das Tal der Talisman. Die Stärke des Trägers erhöht sich, wenn. Ach ja, das. Ja, der Wet hier ist Domring. Hast nicht so viel Auswahl. Nee, ich kann auch 2er nehmen. Du könntest einen 2er nehmen, ist richtig. Aber ich weiß nicht, was ich nehmen sollte. Babylied. Du kannst auch das Grimmlied nehmen, weil das Grimmkind, wenn du dann vor so einem Typen vorbei rennst, den du besiegen musst, dann siehst du ihn gleich. Das wäre tatsächlich eine Idee, ne? Ja, nimm mit. Machen wir den Nagel wieder kurz und nimm Grimm mit. Sind wenigstens nicht alleine auf unserer Reise und er kämpft für dich. Wir sind sowieso schon viel zu lange allein. Ja. Hau ihn. Ja. Hat doch nichts getan. Muss ich erstmal oben gucken? Wenn du so fragst. Hier ist wohl nichts. Komisch, hier ist gar nichts. Komisch. Oh, noch mehr Energie. Als ob wir die brauchen. Guck mal. Aber das sind zumindest die Dinger wieder. Ich höre komische Geräusche. Ist das keine Vieh, was mit uns dabei ist, oder? Ich glaube. Der greift ja gar nicht. Greift der an? Nee. Warte, ich will den doch nicht mehr mitnehmen. Er ist. Schulbude!
Ja, kann sein, dass er dir hilft, wenn er die Dinger da sind, die du besiegen musst. Guck mal auf die Karte. Zeigt er dir an, wo die sind? Nein. Doch! Okay. Das heißt, wir können einfach... Da funktioniert's. Heißt das nicht im Umkehrschluss, ich kann die Dinge einfach kurz auf der Karte markieren und dann ist, Das ist theoretisch wahr, ja. Ist hier oben noch irgendwas? Oh ja. Ach, das ist die Stelle. Ach, ach. Damit du nicht stirbst. Bin dabei, nicht zu sterben, okay? Bin dabei. Sehe ich, ja. Sehe ich. Du stirbst. Hau doch einfach ab von dem Kampf. Du versuchst in der Arena zu bleiben. Das ist eine gute Frage. okay. Also wir schmeißen das wieder raus. Das ist. Die sind zwei blaue Herzen oder so, ne? Ja. Ja, nicht so gut. Also das. Nutzschild, wenn du dich heißt. Kurz ja. Zumindest. Ja, ich glaube, dann gehen wir hier einfach auf das und das. Soll ich ein bisschen Seele mitnehmen? Nehmen wir ein bisschen Seele mit. Ich meine, brauchst du nicht unbedingt. Hast du eigentlich mitbekommen, dass bei Elden Ring ein DLC angekündigt wurde? Nein. Elden Ring wurde ein DLC angekündigt. Ein Story-DLC. Ein Story-DLC. Ja, wir sind aber noch... Und wer soll das verstehen? Ja, niemand aber. Aber ist noch nichts bekannt. Außer, dass es anscheinend geplant ist. Nur dachte ich mir aber auch, dass ein DLC kommen wird für Elden Ring. Nami? Ja? Oh Gott, alles war gerade weg. Stillstand, komplette Stille. Okay, okay. Nichts gesehen, nichts gehört. Also alles wie immer. Ja. Yeah. Wenn ich nichts weiß, bitte ewig. Rechts. Nein, nicht so weit rechts. Ja, hier ist nichts. Nicht da oben. Weiß, hier ist kurz die Wand. Was sah nicht denn aus? Den habe ich mir Aufgabenschlag gemacht, glaube ich. Das hat nur ewig gedauert. Weil es ewig dauert, bis er hierher kommt. Ja, ganz genau. Das ist ein nerviger Gegner. Wie, der hält so viel... Hast du gesehen, wie viele Schläge der ausgehalten hat? Hast du gesehen, wie groß der war? Hast du die Menge an Spielzeug gesehen? Versteht er wieder nicht. Nein. Nicht. Aber... Ja, nee, ich gehe jetzt mal da hinten und tritt da ein. Bei Halt, Stopp, Alex, nicht Alex, Halt, Stopp, Andreas. Oh. Da sagt Andreas an einer Stelle, hast du die Größe vom Kinderzimmer gesehen und die Menge an Spielzeug. Entschuldigung, ich brauch dich leider.
oben ist nicht zufällig noch einer? Nein. Da ist noch einer. Wo immer der herkommt. Ich glaube, die spawnen hier unten einfach. Also dein Plan mit Seele sammeln funktioniert überhaupt nicht. Nicht? Mhm. Ich habe schon 300 gesammelt. Oh nein. Och. Ich habe runtergedrückt fürs Protokoll. Ja, das will ich auch sagen. Zum Glück spawnen die unendlich. Gib mir bitte meine Geo. Ich brauch das, ich bin darauf angewiesen. Bisschen Geo, bisschen Geo. Das war ein Kupfer. Hast du mal ein bisschen Geo? Oh, Geo! Leute, das funktioniert! Nicht. Was war das? Aha, hab's gehört. Mmm. Bisschen Geo. Bisschen Seele, ein bisschen Seele. Haben wir noch Seele? Keine mehr. Nein. Nein. Gar keine mehr. Hey, 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 wieso kann ich über Stacheln hüpfen? Hey. Hast du gesehen, wie der flüchten wollte? Also wenn ihr... Change my mind, aber hier sind 40 für... Wie lange brauche ich dafür? Gott, sehe ich gerne Herkunft und Farbe. Also... Das ist auf jeden Fall sinnvoller als... 16 pro Seele. Pro Gegner. 16? 20, 40? Egal. Aber trotzdem 16 für keinen Stress und relativ einfach. Jo. Und die Alternative sind 50 für wirklich Stress und. Wo war's denn? Ach, was? Deine Stärke ist kein Stress mehr. Du musst ja eh wieder hoch, Domi. Ja, wenn man runter geht, muss man auch wieder hochkommen. Super cool, oder? Immer weiter runter rennst. Und immer dunkler wird. Was denkst du, was da unten ist? Oh Gott. Weiß ich, ob sowas befürchtet. Was? Dass da unten nur so ein Dings ist. Und es dann nicht weiter runter geht. Alter, was, mein Gott, wie ist das denn dafür? Da, guck dir, hast du den Ball gesehen da? Das ist eine Geoader! Oh, ich meine, das ist, ja, ein bisschen Geo mitnehmen hier, ne? Oh, Geo. Gar nicht mal so viel! Das ist halt echt nicht so viel. Das war's. Naja, noch nicht ganz. Wir können hier noch hoch. Ich hätte da 3 solche Steine reingestellt. Ja, vor allem, weil es halt alles hinter einer versteckten Wand ist und Boden ist. Da ist nichts. Aber es ist trotzdem cool, wie es immer tiefer geht. Und theoretisch ist der ganze Hintergrund auch voller Geo. Halt, da. Nein. Da war rein. Da. Hä? Ist ja nichts. Dann gehen wir wieder. Warte, was ist hier? Keine Ahnung. Nichts anscheinend. Ha, täuschend. Ja, so wie du. Aber hey, wir haben jetzt das Geo für den Typen zusammen. Und ein bisschen on top. Und ein bisschen mehr. Gut, dass der Fett, der nicht respawnt. Ja, der gibt auch nur 40. Ja, und das ist super nervig.
Na komm her! Na komm doch her! Nicht raus! Dachte ich mir. Komm doch her! Komm doch her! Und die Schule war nicht zerstört, hat nichts gegen. Bist du mir empfehle ich sehr. Komm mal her! Ach ja? Wir geben die. Ich hab die aufgepasst. 6. 6. Gut, dass ich dafür runtergesprungen bin. Guck mal, Bienen. Will ich da erst hoch, wenn ich will erst rechts rein. Ja, definitiv. Yeah. Interessant, dass es links aufprallt und du rechts schlägst. Ja, deswegen habe ich da noch ein paar Mal hingeschlagen. Das ist ein großer Käfer gewesen. Den will ich vermeiden, ne? Okay, auf zum Meister. Meister! Oh Gott, nein, oh Gott, nein, oh Gott, nein, lass mich. Du die sieht doch einfach. Das ist meine Ehre als Käfer nicht zu. Eine Erde als was? Als Käfer. Als Hülle. Ach so. Genau in meine Falle. Draußen gibt es aber 30. Die... Ah ne, das waren die Kleinen, die vorhin die 20 gegeben hatten vorhin und jetzt nur 16. Machst du? Kurz gucken. Achso. Wo ist der schnelle Hieb? Der kostet 3? Ich meine, ja. Und ist nicht mal so viel schneller? Es ist ein gutes Stück schneller, Alter. Es ist nicht mal so viel schneller. Es ist statt. Es ist knapp doppelt so schnell. Ach, Quatsch. Lade ich damit auch schneller auf? Bei Interesse aber? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Also, was soll es sein, Reisender? Wirst du den verlangten Preis bezahlen oder diesen Ort und unerleuchtet verlassen? Ich habe eigentlich gehofft, ich krieg's jetzt gratis, aber... Oh, ein Sprint-Hieb! Ja, das. Ich muss sagen, du bist ein ausgezeichneter Schüler. Dein Geschick mit dem Nagel und deine Begierde, stärker zu werden, du erinnerst mich an meinen Bruder. Brüder. Ich habe dir alles beigebracht, was ich kann. Geh zurück in die Welt der Reisenden und der Welt der Reisenden und ich belasse mich und belasse mich meiner Einsamkeit. Aber da. Hört ihn doch mal an. Bam. Ich will alles beigebracht, was ich kann. Geh zurück in die Welt. Okay. Kannst du den Traumnageln? Oh, ich könnte den Traumnageln. Oh, den Traumnageln wir jetzt noch, Leute. Leute, wir Traumnageln ihn. Könntest du ihn eben Traumnageln? Bruder Mato, in deinem einsamen Heim auf dem Dach der Welt. Betrachtest du mich noch immer als einen Feind? In der Zukunft, wenn du mir zuhörst, werde ich dir sagen, warum ich diese Welt gewählt habe. Okay. Diese Nagelkunst, du hast bei meinem Bruder Marta trainiert. Vielleicht.
Mato Tomato? Er hat ein seltsames Verständnis von Loyalität und Ehre. Ich bin sicher, dass es schwierig und unerfreulich war, bei ihm zu trainieren. Welcher von denen war Mato? Ich glaube nicht der Maler. Doch ja. Hat er meinen Namen erwähnt? Wenn er ihn erwähnt, sag ihm, er muss geduldig sein. Er wird noch eine Weile warten müssen, bis ich ihm gebe, was er will. Deni. Okay, Mato Tomato. Gut. Wir wollten uns hier umgucken und dann im nächsten Part wahrscheinlich in dieses Dings gehen. Ja, du kannst mal zu der Wand gehen, die du aufgemacht hast. Ja, das meinte ich. Sprint-Team habe ich am wenigsten benutzt. Oh, der ist ganz nett. Du musst halt dauerhaft aufgeladen haben, damit du den benutzen kannst. Aber dann kannst du sowas machen hier. Oh. Beeindruckend. Muss nur noch stark genug sein, damit du auch one-hitten kannst. Ja. Die haben wir uns markiert, als wir runtergekommen sind. Die können wir bestimmt irgendwann aufmachen. Wie viel gleiches Erz hast du eigentlich? Ja, danke, dass du mich da fragst. Eins. Fehlen noch zwei. Ja, gib mir das Geo. Oben rechts jetzt, oder? Oh. Ja, oben rechts. Also wenn du sie nicht one-hittest, ist dieser Aufladenschlag bei dem nicht so sinnvoll, glaube ich. Ja, noch schlimmer wäre das Sprinten. Ja. Yeah. Weil das ist jetzt der normale Aufschlag. Aber der Sprint-Typ hat halt super Reichweite. Das stimmt, das stimmt. War das hier? Ja, war hier. Hier war eine Tür. Also da war keine Tür, da war eine Wand. Ja, sag ich, eine Tür. Und jetzt ist da keine Wand mehr. Jetzt ist da keine Tür mehr. Aber. Das ist ein Würmchen. Armer kleiner Wurm. Ich würde sagen, wir gucken. Weiß ich. Hier gibt es doch irgendwo eine Bank, die können wir noch holen. Ich glaube oben rechts da. Ja, ich würde sagen, gehen wir noch oben rechts lang und. Ja, genau. Na super. Tolle Gegner, oder? Tolle Gegner. Pack mir die mal weg. Das wäre schön. Aber so gehen sie, wollte ich gerade sagen. Hm? Wenn ich auflade, gehen sie eigentlich. Mhm. Da, guck links. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Ich glaube, wir sollten erst links gehen. Das ist mir suspekt, was hier passiert. Du meinst nichts? Ja. Aber da ist nichts. Warum haust du den Blick in die Wand? Oh mein Gott, jetzt ist ja auch noch ein Journal, nichts anderes. Gut! Wo es weiter geht's im nächsten Part. Was? Ich guck da noch ganz kurz. Nein, vertrau mir. Jetzt weiter geht's hier im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Tschüss. Genau.